Wo haben wir die Elvis-Karte gefunden? Die Bewerbung. Bei der Telefonanlage hier. Speichern wir kurz ab. Speichern. H. Weiterspielen. Öffne Tür. Gib Fanclub-Karte zu Vertreter? Nein, danke. Benutze Fanclub-Karte mit... Keine Ahnung. Feuerzeug? Das klappt so nicht. Oh, warte, wir können Sushi befreien. Also, töten. Benutze Sushi im Glas mit Pflanze. Verzeih, Sushi, aber du bist jetzt Dünger. Ich wollte sie im Meer aussetzen, aber das ging nicht. Also ich bin kein schlechter Mensch. Tun wir einfach so, als hätte sie im Meer freigelassen. Was für ein Süßwasserfisch echt eine super Erfahrung ist, im Meer freigelassen zu werden. Ja. Dumm die dumm. Was würde passieren, wenn ich dir jetzt einen Kandelaber in die Hand drücke? Würdest du mich wahrscheinlich in die Zelle packen. Ist auf der 1997. Benutze Telefon. Das ist das Jahr. Ich habe kein Kleingeld. Ich wollte 1997 anrufen. Bis bald. Bakery. Lease Karte. Nee, nicht die Karte. Tapetenkarte. Atlantis. Warum kann ich das jetzt auswählen? Peruanische Höhle. Moment mal. Also in Ägypten, da bauen wir die Maschine zusammen. Warum wissen wir, dass das Atlantis ist? Wir konnten uns bisher noch nicht hin teleportieren. Benutze gelber Kristall. Nach Atlantis. Nichts passiert. Okay. Da ist irgendwas schiefgelaufen. Also. So. Das mit Atlantis verstehe ich immer noch nicht. Aber na gut. Jetzt setzen wir erstmal das leuchtende Ding hier drauf. Benutze leuchtendes Objekt mit Sockel. Benutze... Kandelaber? Kandelaber? Mit leuchtendes Objekt? Ja, die Kristalle könnte ich jetzt draufsetzen, aber es bringt uns nichts, weil der Weiße noch fehlt. Und ich komme nicht an den Hebel. Ja, das müsste Andy dann machen. Aber wir haben den weißen Kristall immer noch nicht. Haben wir irgendwo einen Hinweis bekommen auf den weißen Kristall? Gehen wir nochmal... Also ich versuche im Kopf das durchzugehen, weil ich habe keine Lust, jetzt nochmal das Geld auszugeben, um hinterher zu fliegen. Es gab Seattle, da war das Eichhörnchen. Beim Eichhörnchen war der blaue Kristall. Es gab San Francisco, da lebt Zack und Annie. Es gab Miami, da war der Betrunkene für den Whisky und eine verschlossene Tür. Es gab das Bermuda-Dreieck. Da haben wir das leuchtende Objekt gefunden und da sind wir im Wasser geschwommen. Wir sind von dem Flugzeug abgesprungen. Ich weiß nicht, ob wir das sollten. Vielleicht wäre auch irgendwas passiert, wenn wir auf dem Flugzeug bleiben. Wir wahrscheinlich einfach wieder beim Flughafen gelandet, oder? Ja, wahrscheinlich. Was wäre, wenn wir vom Flugzeug abgesprungen wären und wir hätten keinen blauen Kristall gehabt? Ah, wahrscheinlich wird das Bermuda-Dreieck erst freigeschaltet, wenn man den blauen Kristall hat und weiß, wie er funktioniert. Weil wir hatten es ja vorher schon mal probiert und dann ging es nicht. Dann stand da, das Flugzeug ist nicht gerade, also ist gerade nicht in der Nähe oder so. Was sehr skurril war. Also, nee. Also da auch nicht. Wir haben Lima, Peru gleich Vogel. Da waren wir, da haben wir den Kandelaber geholt. Da ist auch eine Teleporter-Plattform, das bringt uns aber nichts. Es gab Nepal gleich Yak auf meiner Liste.
Da gab es den Guru, der uns erzählt hat, wo ist den blauen Kristall, wie man den blauen Kristall benutzt. Es gab den Fahnenmast. Sonst war da auch nichts. Brennende Heuballen, ja. Dann England. England haben wir den Fahnenmast benutzt, um die Kristallscherben zusammenzusetzen. Die Kristallscherben haben wir aus Mexiko, Vereine. Und die andere hatte Annie, glaube ich, von vornherein gehabt. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Warte mal, in Ägypten. In Ägypten gab es die Pyramide links, wo wir jetzt gerade drin sind. Und es gab die. Genau, das fehlt. Da geht es jetzt weiter. In Ägypten bei der Sphinx gab es zwei Beine. An dem einen Bein war eine Zeichnung, die man machen konnte. Die Zeichnung hat aber nicht übereingestimmt mit dem Kritzelding, was wir vorher aufgeschrieben haben vom Mars. Das heißt, wir müssen irgendwo ein anderes Kritzeldings finden. Und das müssen die Mädels machen. Aber es gab keinen. Wir waren überall auf dem Mars, wo wir hin können. Benutze Schalter. Nichts passiert. Da drüben kommen wir nicht hin. Oh, das geht wieder runter. Also müssen das zwei gleichzeitig drücken. Wzz. Also Annie muss wohl hierher kommen. Zum einen, um den Schalter hier wieder zu drücken, damit das zugeht, damit wir beide gleichzeitig drücken können. Und damit Zack runter kann zur Sphinx. Okay, ich speichere wieder ab. Speichern I. Weiterspielen. Wechsel zu Annie. Benutze Cashcard mit Ticketautomat. Wobei uns das immer noch nicht sagt. Oh. Wie komme ich nach Ägypten? Über London? 300. Miami 305. Seattle nur 260. Wart mal ganz kurz. Wechsel zu Zack. Zack benutzt den gelben Kristall, portet sich nach Miami. Da. Flupp. Geht dann zum Flughafen. Flupp. Geht zum Flughafen. Und am Flughafen guckt er, ob man von Seattle aus nach Ägypten fliegen kann. Warum auch immer. Aber diese Verknüpfung von den Flughafen sind teilweise ein bisschen komisch. So, Flughafen. Benutze Ticketautomat. Nee, geht nur nach San Francisco und Miami. Schade. Benutze gelben Kristall. Könntest. Peruanische Hülle bringt uns nichts. Du könntest von Mexiko gucken. Dazu müsstest du nur erstmal rausfinden. Warum ist es hier. Achso, es ist dunkel, weil wir den Kristallsplitter rausgenommen haben. Ja. Okay. Wir sind hier. Wir müssen da rein. Und dann müssen wir dahin raus. Genau, dann sind wir hier. Und von hier aus müssen wir einen Weg rausfinden. Ja. Ich hätte meine Karte hiervon auch anfertigen sollen. Also von dem grünen und dem hellblauen Bereich. Wir sind jetzt doch schon recht häufig hier gewesen. Und haben hier ein bisschen Zeit verschwendet. Aber na gut. Also mein Plan ist jetzt, ich will zum Flughafen gucken. Ich will schauen, ob wir von Mexiko aus
komme ich an derselben Stelle raus, kann das sein? Ob ich von Mexiko aus nach Ägypten fliegen kann, damit Annie kein Geld verballert. Und ich glaube, ich laufe hier wirklich mal im Kreis. Wir haben ein, zwei Mal diesen blauen Böppel da im Weg, aber das war's dann auch. Ja, gut, okay. Dann halt wildes Rumgeklicke. Nee, da will ich nicht hin. Dahin. Grün. Grün ist schon mal was anderes. Ausgang. Ausgang ist gut. Aha, okay. Ist hier zu Dschungel. Ja, okay, wir würden gerne zum Flughafen. Da lang, da lang. Lalala. Flughafen? Ah, Flughafen, Mexiko. Nee, von hier aus kommt man auch nicht dahin. Das heißt, die gute Annie muss von San Francisco aus ja, nach London und von London aus wahrscheinlich weiter. Also benutze gelben Kristall, porte dich zurück nach da. Flop. So, wechsel zu Annie. Annie benutzt das da. Und du gehst nach London. Für $800. Also wie ich das sehe, muss sie jetzt nach London und dann nach Ägypten. Und wenn sie in Ägypten angekommen ist, muss sie nie wieder sich bewegen. Weil wir müssen irgendwo noch den weißen Kristall finden. Und sobald wir den weißen Kristall mit Zack haben, können wir uns einfach nach Ägypten zurück teleportieren. Sektion 3G18. Sektion 3G18. Da steht. Strich unten Punkt Doppelstrich seitlich und Strich unten und Punkt. So. Falsche Eingabe Nummer 1. Strich unten Punkt Strich unten, Punkt. Zwei Striche. Punkt. Falsche Eingabe Nummer 2. Sektion. Ich guck nochmal. Sektion 3 ist richtig. G. Ich scroll das jetzt so hin, dass ich nur die 18 unten sehen kann. Ja. Breiter Strich unten. Punkt. Zwei breite Striche. Sind auch schwarze Striche? Ja, sind auch schwarze Striche. Punkt. Falsche Eingabe Nummer 3. Geben Sie den Code ein. G8? Ups. Das stand vorher G18, oder? Okay, G8, das kriege ich hin. Doppelter Punkt, Balken unten. Richtige Eingabe. Ah, okay. Ich hätte schwören können, da stand G18. Du, da rein. So. Sind wir irgendwo, wo wir gar nicht wirklich sein wollen? Benutze Ticketautomat. Kairo, Ägypten. $800. Wir haben noch genug Geld. Sehr gut. Angenehm Flug später. So. Wie viel Geld hast du noch? Cashcard. 1367. Wir würden jetzt gerne das teuerste Ticket kaufen.